Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Der Abschluss der Ernte des Feldes 16 steht an. Wir sind natürlich auch weiter in anderen Bereichen noch zugangen und zu diesen Bereichen kommen wir gleich, nachdem wir unsere Folgetierchen gekauft haben. Die möchte ich gleich am Anfang kaufen, dann haben wir sie nämlich hinter uns. Und so, jetzt haben wir alle 57 Tierchen. Wow, 57 Folgen haben wir schon wieder, ist ja Wahnsinn. Das geht richtig rund. So, und apropos rund, hier können wir auch ein bisschen weitermachen. So, starten wir einfach wieder, mähen noch eine Runde, werden uns aber dann diesmal entsprechend auf die andere Feldseite begeben und werden gucken, dass wir dort noch ein bisschen Gras einsammeln können. Ne, das können wir immer gebrauchen und von dem Punkt her werden wir das hier auch einmal schön ausnutzen. Ist zwar nicht mehr allzu weit der Weg, aber das bisschen Gras, wenn wir eh schon auf dem Weg zum Hof sind, können wir noch mit aufnehmen, werden das dann mal verkaufen. Wir haben ja in der letzten Folge die Kühe und die Schafe bestens versorgt. Die haben jetzt alle für 6 Tage ja, Reichweite sozusagen, also für 6 Tage Luft. Und von dem Punkt her werden wir jetzt mal gucken, dass wir den Rest noch ein bisschen zu Geld machen. Brauchen ja auch ein bisschen Geld dann für die Helfer, die hier noch aktiv sind. Und dann kommt die große Rapsernte und dann könnte es sein, dass wir hier hinter diesem großen Feld das nächste kaufen, nämlich das Feld Nummer 10. Das ist soweit eure Idee, euer Wunsch und euer Wunsch ist mir eine Freude. Das mache ich doch liebend gerne. Und von dem Punkt her werden wir jetzt einmal schauen, dass wir da ein bisschen vorankommen. So, Nummer 1 machen wir schon mal aus. Nummer 2 machen wir auch schon mal aus. Und wir werden mal hier reinfahren und das Ganze hier zu Geld machen. Wie gesagt, lassen den auch gleich hier stehen, dann können wir den nämlich gleich mal mit reinigen. Hatten wir ja eh schon auf dem Programm stehen, ne? Denn das Ganze war jetzt nicht wirklich mehr schön. So, gucken, dass wir hier einigermaßen vernünftig, wollte ich gerade sagen, rankommen. So, jetzt sollte man nicht unbedingt beim Anfahren mit Vollgas arbeiten, ne? Hat immer einen Vorteil, wenn man das Ganze etwas ruhiger angehen lässt. So, und jetzt kommt schon mal hier wieder ganz gutes Geld rein. Na, immerhin haben wir schon fast wieder Geld für Tierchen zusammen. Ist ja optimal. Na, ich möchte nämlich auch irgendwann echt mal auf den Kredit runterkommen. Ich denke mal, mit der Rapsernte und spätestens dem nächsten Feld dürfte das dann auch kein Problem sein. Oh, den Knaben stellen wir hier schon mal hin. So, haben noch ein bisschen Zeit. Kann man das eigentlich auch gleich reinigen. So, einmal zu unserem Freund, dem Hochdruckreiniger. Der ja doch ein bisschen sehr lautes Geräusch hat. Deswegen entfernen wir uns da ein bisschen. Puh, und das Kuhnmähwerk sieht übel aus hier. Ich hoffe, dass wir das hier jetzt gut gereinigt kriegen. Ne? Mann, Mann, Mann. Klar, es ist natürlich direkt sozusagen im Bodenkontakt. Und hat dadurch natürlich auch einiges an Schmutz. So, hier ist es nur ein bisschen schwierig, den richtigen Punkt zu finden. Aber ich glaube, wir haben ihn gerade. Das sieht gut aus. Ha, es fängt wieder an zu strahlen und zu leuchten. Wunderbar. Jawohl, jetzt sieht es doch mal wieder richtig schnieke aus, das Ding. So, dasselbe machen wir hier beim Traktor. Ha, Deutz, mal gucken. Oh, ich finde aber auch hier den Punkt, also muss doch nicht immer von hinten an der Hydraulik rum ran. Das klappt also hier wunderbar. So, dann ist der auch gleich mal wieder ein bisschen sauber. Ja, so gefällt er mir auch schon viel besser. Sieht deutlich, deutlich schicker aus. So. Und ja, dann gehen wir aber hier mal außen rum, weil Hochdruckreiniger sehr, sehr laut. So, ich mache den mal von der Seite hier sauber. Weil das Geräusch ist zwar schön, dass es da ist, aber irgendwann ist es auch ein bisschen nervig, wenn man immer so dieses monotone Summen hier um die Ecke hat. So, und dann gucken wir mal, dass wir auch hier entsprechend das Ganze sauber kriegen. Ja, sieht ja schon fast wieder gut aus. So, wunderbar. Damit haben wir die komplette Garnitur gereinigt. So, einmal ausschalten. Dann fahren wir den Knaben, würde ich mal sagen, da hinten in den Unterstand. Den brauchen wir im Moment erstmal nicht direkt. Dadurch, dass wir auch den Raps haben, haben wir auch kein Stroh zum Aufnehmen. Also das passt. Was wir noch machen müssen, ist dann die Sämaschine. Weil die sieht auch ziemlich übel aus. Das werden wir vor der Einsaat dann auch entsprechend nochmal starten. So, ich will jetzt hier noch was probieren. Wir haben ja hier die Außenspiegel, die aber, wie gesagt, ja leider nicht viel bringen. Dann will ich mal probieren, ob wir das vielleicht so rum hinkriegen. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier anständig ranfahren. So, gucken, dass wir hier dann sauber reinlenken können. Genau, so sieht das doch schick aus.
So, ich denke mal, so können wir ihn stehen lassen. Das passt wunderbar. Wir gehen dann mal gleich hier rüber. Wie gesagt, Sampo ist voll. Kommen gleich die nächsten 4000 Liter rein. Das ist wunderbar, weil das sind auch schon wieder 4800, fast 5000 Euro. So, kann man hier auch gleich stehen bleiben. Das ist auch nicht übel. So, hier müssen wir auf den Kollegen, denn wie gesagt, den will ich auch nochmal reinigen, bevor wir dann mit der neuen Einsatz starten. Der sieht nämlich auch nicht mehr, naja, nicht mehr wirklich dekorativ aus, der Freund. Und Bührer müssen wir auch mal tanken dann bei Gelegenheit. 60 Liter hat er noch, das geht eigentlich, aber trotzdem sollten wir das natürlich irgendwann mal wieder machen. So, fangen wir wieder schön hier am Frontgewicht an. Ne? So, dass das wenigstens einigermaßen sauber aussieht. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Fanatiker, der nach jedem Staubkrümel sucht, aber wenn das so übel ist, dann könnte man ruhig mal wieder ein bisschen reinigen. So. Einmal Frontgewicht fertig. Jetzt gucken wir mal, ob wir aus dem Bührer auch wieder erkennen können, was das für ein Modell ist. Ach, der ist gelb und grün. Wow. Hätte man so gar nicht gedacht. Aber tatsächlich, er hat noch Farbe. Ja, manchmal sieht das wirklich so übel aus, da kann man kaum noch erkennen, was da eigentlich drunter steckt. Was hier auch cool gemacht ist, finde ich, ist, dass du dann gleichzeitig auch siehst, dass die Scheiben verdrecken. Also es wird nicht einfach nur das Gerät ein bisschen dreckig, sondern selbst das Sichtfeld wird eingegrenzt, sodass man dann irgendwann einfach in Anführungszeichen gezwungen ist, das dann mal zu reinigen, weil ansonsten kommt man nämlich gar nicht mehr voran. Zumindest nicht, wenn man mit der Cockpit-Ansicht fahren möchte. So, den können wir eigentlich auch gleich in Position bringen. Bevor wir das machen, gucken wir mal kurz auf unsere Bestände. Ich möchte nämlich, genau, da waren wir, auch mal schauen, was wir als nächstes machen. Also ich würde sagen, Gerste, der Preis steigt gerade. Sieht auch ganz gut aus. Dann könnten wir eigentlich auch mit der Gerste weitermachen. Können wir hier schon mal die Gerste anwählen. Gucken wir mal, wie weit Feld 16 ist, ob wir das vielleicht sogar schon direkt mit der Einsatz starten können. Mähdrescher ist auch schon gut dabei. Ja, kommt jetzt auch schon wieder 25%. Also ich denke mal, die Ernte kriegen wir heute definitiv durch. Will nur gucken, ob wir genug Vorlauf haben. Ja, haben wir definitiv. Dann kann die Sämaschine hier schon einmal loslegen. Wunderbar. Kann man nämlich hier gleich die Neueinsatz starten. So. Fahren wir hier mal sauber ran. Lassen hier dann schon mal den Helfer starten, steigen aber aus, weil würde sagen, wir spurten mal hier runter dann zu dem. Können wir nämlich da gleich vielleicht, wenn der unten gedreht hat, während der Fahrt abtanken. Dann kann der in einem Rutsch durch. Und ja, dann können wir im Prinzip auch die Feldspritze bald aktivieren. Muss ja auch noch gedüngt werden, das Ganze hier. Oh, Sampo sieht auch schon aus, als ob er direkt ein Schlammbad hinter sich hätte. Dann könnten wir eventuell auch schnell mal kurz ein bisschen sauber machen, bevor wir dann entsprechend runterfahren. Da müssen wir am Feld 20 ja auch nochmal hin. So, aber jetzt warten wir gerade mal kurz, bis der die Drehung hier hinter sich hat. Sieht ja gut aus, hat schon wieder 50%. So, Sämaschine ist auch voll genug, dass wir keine teuren Helferkosten oder Zusatzkosten haben. Kurze Erinnerung, ne? Wenn Sämaschine oder Feldspritze leer, dann gibt es das Problem, es wird zwar nachgekauft, aber dann kostet das 50% mehr, weil das sieht man auch, weil dann die entsprechend die laufenden Kosten deutlich nach oben gehen, also das Geld rattert etwas schneller nach unten als normal und das ist natürlich nicht ganz so optimal. So. Gehen wir hier mal auf die Fahrstufe 3. Werden wir uns nur seitlich noch ein bisschen rantasten. So, ich wollte ja auch mal gucken, ob man das von innen gut erkennen kann. Ja, nicht ganz so optimal, aber naja, man kann erkennen, dass sich was tut, aber man sieht leider nicht viel. Das ist schade. Oh, aber hier sieht man zumindest schon mal ganz gut, dass er sich langsam etwas leert. Oh, hier machen wir mal ein bisschen langsamer, dass er da die Ecke vielleicht ein bisschen mehr füllt. Ja, denn ich möchte ja, also wie gesagt, es ist eigentlich egal. Also es gleicht sich am Ende sowieso aus, aber ich möchte schon nach Möglichkeit ein bisschen gucken. Ups, ich sollte vielleicht in der richtigen Abstand bleiben. Ich möchte schon gucken, dass man das ein bisschen gleichmäßig befüllt. Macht man ja im wirklichen Leben auch. Da packt man auch nicht den einfach auf eine Position und lässt laufen, sondern man fährt ja dementsprechend auch immer so ein bisschen drunter, also schneller oder langsamer, um das Ganze eben hier sozusagen anständig zu befüllen. So, und jetzt denke ich mal, Moment, wir haben noch drei Spuren.
Ja, einmal runter, einmal hoch. Dann können wir den Traktor eigentlich gerade hier oben stehen lassen, denn den brauchen wir dann dort sowieso gleich wieder. Wenn nämlich der Sambo fertig ist, dann können wir hier ohne Probleme gleich loslegen. So, Feldspritze sieht auch soweit noch gut aus. Gerade am Überlegen. Nö, die brauchen wir eigentlich noch nicht auffüllen. Das reicht noch. Können wir die aber auch schon mal in Position bringen. So, Delay. Ja, Seemaschine ist auf der zweiten Spur, glaube ich, gerade. Das heißt, die wäre jetzt auf dem Weg hier runter. Ja, jawohl, da unten kommt sie an. Super. Da können wir uns aber noch ein bisschen Zeit lassen, weil, ja, wie gesagt, die Arbeitsbreite der Feldspritze ist riesig. Also der kann erstmal hier in Ruhe einsehen. Ne? Also Einsaat läuft. Der ist sozusagen fast in der letzten Spur. Das funktioniert auch wunderbar. Wir könnten eigentlich in der Zeit mal einen kurzen Abstecher machen. Ich würde mir nämlich ganz gern das Feld 10 nochmal angucken, dass wir genau wissen, was im kostenmäßig auf uns zukommt. Ich hatte was von ungefähr 100.000 Euro in Erinnerung. Aha, die Wäsche von der Frau hängt auch schon. Wunderbar. Ja, wenn wir einmal uns hier durchschleichen. Dann einmal todesmutig hier im Cliffhanger-Style runterjumpen und entsprechend uns auf den Weg machen. So, Feld 10 ist da drüben. So, tanken müssen wir auch bald wieder ein, zwei Fahrzeuge. Da haben wir gesehen, der Deutz, der war nur noch halb voll. Der Bührer, ja, der hat auch nur noch 60 Liter, aber gut, der hat auch einen kleineren Tank, braucht auch nicht so viel Sprit. Von dem Punkt auch kein Problem, also der ist da relativ sparsam. So, und das Erste, was mir auffällt beim Feld 10, natürlich wie im 2013er auch, ist, dass wir hier links natürlich dann diese Aussparung haben. Die möchte ich eigentlich ganz gerne wieder zumachen, denn ja, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, das Ganze hier zu nutzen. Also da machen wir am besten ein Gras hin, weil ihr seht selbst, das Feld hier ist extrem groß. Da haben wir richtig viel Fläche und ich denke mal, das wird sich dann auch so lohnen ohne diesen kleinen Schnittel da an der Seite. So, und wir sind hier am Verkaufsbutton. Schauen wir rein. 117.000 Euro brauchen wir dafür. Okay, dann wissen wir da zumindest schon einmal Bescheid. Oh, und der fährt noch mal eine Runde. Ach du lieber Gott, jetzt haben wir schon das breitere Schneidwerk und er lässt trotzdem noch was hängen. Nun gut. Okay, dann machen wir das anders. Dann schnappen wir uns den Kollegen. Gucken mal, dass wir hier während der Fahrt dann schon mal ein bisschen abtanken. So, sind ja jetzt dann schon bei 29.000 Liter plus das, was jetzt noch im Sampo drin ist. Also das heißt, so um die, ja, 40.000 Euro dürften wir dann bestimmt schon zusammen haben. So, und hier nimmt er alles mit. Was ist denn das für eine Tour? Auch nicht schlecht. Vorne dran lässt er alles liegen. Noch den Schmalstreifen und hier gibt er auf einmal dann entsprechend doch Gas und nimmt alles mit auf. Müssen wir mal schauen, ob er dann trotzdem noch dreht oder nicht. Ups, es war zu früh gebremst. Wow, der tut sich aber auch richtig schwer hier. Können wir das Ganze aber hier schon mal entsprechend abtanken. So. Dann haben wir das zumindest schon mal aus dem Kreuz. Ich würde sagen, wir fahren aber jetzt hinter dem hier einmal schon in die Drehung. Dann kann nämlich der Sampo auch tanken. Wir müssen den ja jetzt nicht komplett leer machen. Aber er dreht zumindest nochmal, das ist gut. Das heißt, wir fahren mit dem Knaben hier mal ganz runter. Mal gespannt, ob er hier die Ecke jetzt mitnimmt oder ob er dann nochmal neu angesetzt werden muss. Das werden wir dann gleich mal rausfinden. Sagen, dann parken wir das ungefähr mal hier in unser Fahrzeug. Werden mal auf den Sampo steigen. Und werden mal gucken, wie er sich jetzt macht, weil hier ist gleich durch. Ja, und ich habe es ja gedacht, er fährt tatsächlich nicht weiter, bleibt echt stehen. Da hat er wohl zwischendurch mal so alles mitgenommen. Gut, aber hier Helfer kannst weitermachen. Da gibt es noch ein bisschen Arbeit für dich. So, kann nämlich hier den Rest noch mit aufnehmen. Das sind nur einzelne Liter noch. Aber trotzdem, ich möchte nichts verschenken, ne? Weil bei 1000 Litern für 1200 ist also jeder Liter 1,20. Von dem Punkt her ist es schon ganz gut, wenn wir alles mit aufnehmen. So dicke haben wir es jetzt auch noch nicht. Oh, Seemaschine. Ja, ist auf der nächsten Spur. Die holt langsam auf. Kommt auch gut voran. Für die Feldspritze ist es noch zu früh. Ich denke mal, das können wir dann im Laufe der nächsten Folge dann starten. In der nächsten Folge werden wir uns dann erstmal zum Feld 20 runterbegeben. Werden hier entsprechend den Sampo leer machen. Vielleicht mal kurz eine Zwischenreinigung. Und dann geht es unten, wie gesagt, auf Feld 20 weiter. So, das ist erledigt.
Wir haben jetzt nochmal hier 900 Liter drin. Ich denke mal, die können wir heute noch auskippen. Da haben wir das zumindest aus dem Kreuz. Ja. So, dann wir hier ranfahren noch. Genau, dann können wir nämlich auch entsprechend hier den Kipper noch leer machen. Ich würde ganz gerne mich mit einem leeren Kipper runterfahren, weil alles andere finde ich persönlich unsinnig. Denn, ja, dann haben wir hier einen halbvollen Kipper, fahren runter und müssen dann gleich wieder hoch. Ist auch nicht so der Renner. So, und den Knaben, wie gesagt, fahren wir mal kurz rüber, dann können wir den mal schnell ein wenig sauber machen. Und dann geht's runter zum Feld 20. Ja, Einsaat läuft natürlich weiter. Ne? Wie gesagt, wir haben die Gerste am Laufen. Und von dem Punkt her gucken wir mal, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. So, das sieht schon mal ganz okay aus. Wir switchen jetzt aber mal rüber, denn... nee, das war der falsche. Ich würde vorzugsweise überlegen, den hier zu nehmen. Oh, das ist praktisch. Der ist gerade am Ende der Spur. Gleich den Helfer rausnehmen. Einmal drehen. So. Genau. Und dann kann er nämlich hier in der nächsten Folge gerade weiterfahren. Wunderbar. So, und in diesem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.